Ja, schönen guten Morgen zu unserem Extra-Tag, denn wir haben ja, wie gesagt, verlängert. Und normalerweise wäre heute unser Abreisetag. In zwei Stunden sowas müssten wir hier raus. Aber wir dürfen nochmal bleiben. Und du hast gesagt, wo willst du heute nochmal hin? Ins Schwimmbad. Also machen wir heute nochmal Schwimmbad und Strandtag, um hier möglichst viel Energie mit rauszunehmen aus diesem Urlaub. Papa, weißt du was? Nee, was denn? Darf ich gerne ist manchmal etwas anstrengend. Okay. Jetzt aber gibt es scheinbar erst noch mal eine Runde. Mensch, ärgere dich nicht. Ist das das Spiel von hier? War das hier vor Ort? Ja. Nein, das kommt da von hinten. Aber das haben wir nicht mitgebracht, ne? Nee. Ja. Das können wir einfach nur so ein Ausleihen nehmen. Genau, es fehlen nämlich ein paar Figuren. Deswegen muss Lea jetzt grün und rot mischen. So, Kleinkindregeln. Bis einer drin ist, Fatih hat gewonnen. Und du hast keine Lust mehr, ne? Ausdauer nicht so ihr Ding. Also jetzt gibt's Kaffee. Guten Morgen. Sicherheitstakt. So, Lea und ich haben heute die würdevolle Aufgabe, die Aufbackbrötchen zu holen. Oder nee, die frischen Brötchen zu holen, so. Weil wir keine Aufbackbrötchen mehr da haben. Und ganz ehrlich, die frischen Brötchen hier auch wirklich gut schmecken. Und dafür gehen wir in den direkt angebundenen Sparmarkt. Und ihr kommt mit. Ich wollte ja eigentlich nur Brötchen kaufen. Das Parisienne hat mich allerdings so angelacht. Und Filet Amerikan haben wir jetzt hier lieben gelernt. Das darf jetzt auch nicht fehlen. Das habe ich einfach nochmal mitgenommen. Wir machen nämlich so eine Packung, machen wir weg hier pro Tag. Irgendwie. Ist ein bisschen wie, ja, wie soll man sich das vorstellen? Wie ein gewürztes Tatar. So in der Art. Sehr lecker auf jeden Fall. Und also bis auf die Kids. Die Kids haben es noch nicht mal probiert. Aber auch Steffi, die jetzt ja nicht so viel Fleisch isst, teilt sich das die ganze Zeit mit mir. Also lieber nochmal mitgenommen. Ab noch in die Boot. Da unten sind auch immer Hasen. Stimmt, da unten sind immer Hasen. Aber die kommen meistens so zum Abend raus. Ja. Essen ist da. Im Ernst? Essen ist da. Ich habe eventuell ein bisschen mehr gekauft. Ja, voll. Ich stehe aber auch wieder.
gleich nochmal an den Strand geht, werden wir jetzt nochmal mit dem Buddy eine Runde gehen, damit er gleich hier ein bisschen aushält im Haus. Oh. Ja, damit er dann ein bisschen aushält im Haus und wir dann alleine an den Strand können. Auch wenn da viele ihre Hunde mitnehmen am Strand, ist es doch immer wieder eher nervig. Für den Buddy wäre es einfach auch mehr Stress, als dass er sich da wohl fühlt. Deswegen bleibt er dann immer im Ferienhaus für ein paar Stunden und wir können einfach in Ruhe die Zeit da verbringen. Ah, und davor gehen wir noch ins Schwimmbad. Das übrigens sind die Villen mit mehr Blick. Ja, ist schon schön, ne? Schon schön. Die waren aber leider alle weg, als wir geguckt haben. Also von daher ist es vom Aufpreis her erst sogar gegangen. Zumindest für unseren Zeitraum jetzt rund, ja, 30 Euro sowas waren es pro Nacht mehr. Also absolut akzeptabel. Aber leider schon alles weg. Dann hättest du hier den Blick auf diese, ja, auf, also hättest du diesen Ausblick halt gehabt, ne? Mit den Seglern und so. Schon schön. Okay, ganz schön heiß heute. Es sind nur, wie viel Grad haben wir? Ich check mal gegen hier. Es sind angeblich nur 22 Grad, aber es fühlt sich an wie 28, 29, sowas. Es ist halt auch null Schatten, ne? Null Schatten. Oh, diese Bikes liebe ich, ja? Seht ihr die von hier? Die Bob-Bikes. Haben wir auch schon ein, zwei Mal ausgeliehen. Hier jetzt aber nicht, weil dafür war unser Aufenthalt viel zu kurz. Buddy ist auch fertig, deswegen schnell rein in die Hütte und dann ab ins kühle Nass. Buddy, gehen wir zurück nach Hause. Nach Hause. Freunde, wir sind angekommen am Strand. Strand von Brauersdamm. Da hinten waren wir gestern essen. Da ist es Perry's. Da werden wir heute auf jeden Fall dann nicht mehr hingehen. Sondern werden hier oben uns bei so einer kleinen Snackbude erstmal jetzt bedienen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das Essen probiert haben. Vielleicht Essen ist bestimmt gut. Der Kuchen? Der war ja anders okay. Der war anders. Und der Kaffee war nicht so lecker und die Bedienung war nicht freundlich. Genau. Und damit hat sich schon alles erledigt. Für uns. Aber für nicht, uns. Dass jetzt andere da in den ja. Oh, die Kids spielen jetzt hier. Hui, du hast eine Muschel gefunden. Entspannt am Meer. Hier was für die Fuß für die Schisten auf OnlyFans. Eine Hälfte von der Ringelmuschel. Eine Ringelmuschel. Okay. Und du? Was mit OnlyFans? Ja, meine Füße. Meine Füße für Unifans. Ja, okay. Ich habe lackierte immerhin. Direkt ein Zehner mehr. Ein Zehner? Zehner. Nicht ein Zeh mehr? Ja, genau. Ich dachte gerade, warum habe ich ein Zeh mehr? Ein Zehner mehr. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal auch runter ans Meer und. Gehst du rein? Ich werde zumindest die Füße mal erfrischen. Dann gehst du rein? Ich gehe ein bisschen rein. Ohne Badehose. Du hast eine dabei. Ich ziehe sie nicht an.
Mal lutschen. Hier gibt es jetzt übrigens was Neues, und zwar einen Sonnencremespender direkt hier am Strand. Ist quer über das ganze Land scheinbar verteilt. Ja, holt sich den Strom vom Solar. Ab morgen 9 Uhr ist es wieder da. Lichtschutzfaktor 30. Somit kann jetzt keiner mehr sagen, er hat keine Sonnencreme mehr. Und hier das Natural High, da wo wir jetzt sind, ist einer der Glücklichen, die eben diese vom Land gestellten Sonnencremespender jetzt hat. Ganz cool, ganz cool. Guck mal hier, wir sind überall. Was? Okay. Was ist das, Mülltüten? Ich glaube. Ja, genau. Müllspender und hier also Hundebeutel. Also du kannst halt mitnehmen oder wie auch immer. Da gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Entweder was einsammeln oder halt mitnehmen für deinen Müll, dass du es dann nachher wieder direkt einfach wegkriegen kannst. So, und jetzt hier bei einem Amstelradler haben wir nochmal den Abend ausklingen lassen. Wir werden uns jetzt zurückmachen in die Ferienwohnung. So langsam sind die Kids auch müde. Dann müssen wir alles vorbereiten und morgen geht es ja wieder zurück. Morgen heißt ab nach Hause. Sonntag wird wieder fotografiert. So, zurück am Häuschen. Wir mussten eben abrupt aufhören. Emma ist eingeschlafen oder ist müde gewesen. Aber guck mal da. Kann man das sehen? Da ist Kanin. Der Kaninchen. Kanin. Direkt da.